Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich meine Sie dort draußen. Ich hoffe, Sie haben Ihre Schlüpper gewechselt. Sie haben alles andere gewechselt. Ich hoffe, Sie haben irgendwas gewechselt. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, die scheiß Synchronität, die macht mich immer wahnsinnig. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist mir jetzt egal. So! Let's go! Rushed, 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 rushed. Sehr schön. Ist ja auch eine beruhigende Musik heute. Danke erstmal für den Support, Pumpertentakel. Ich hab heute Pumpertentakel. Pumpertentakel lang für 15 Monate Rache, das ist auch sehr schön. Da kann man auch mal sagen. Pumpertentakel, da wird halt mal heftig reingepumpt. Ist aber auch ein schöner Tag. Annie, danke nochmal für den 7. Monat. Shadow Earth, danke für den 6. Monat. Und dann haben wir natürlich noch Greyman. Danke für den Resub vor 31 Minuten. Ach scheiße, ich habe die Szene nicht umgestellt. Sorry. So. Blub. Hier kommt nochmal Tani. Mit dem 3. Monat, dankeschön. Sick Hunter, danke für den 14. Monat. Goldmichel, danke für die 168 Schatzenbande. Ja. Und ich setze trotzdem nicht wahr. So, aufwachen hier! Das muss jetzt aber auch reichen, verdammte Scheiße. So.
Wir haben ja nicht mal connected auf dem Server, die Reihe. Völlig bescheuert. Mann, jetzt sind die ganzen Flips hier ausgemacht. Mann! Blöde Flips! Boah, wie kann man solche Tüten entwickeln? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich! Oh, das Fenster ist noch offen. Es ist so warm in meinem Darm. Dort hätte ich gerne etwas kühl. Mein Name ist so traurig, also gönn mir das Kalkül. Nun, ich auch ein schöner Tag, ne? Da kann man auch mal, also wirklich. Zum Ausflippen ist das heute. Ist so. Dankeschön für den ganzen Support, ihr kleinen süßen Boller. Castro, Optimus, Klingen, Bob, Methuselek, Dankeschön, 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 Dankeschön. Sehr gut. Und Gator, danke. Methuselek, ha. Sag mal, begräubt mich. Ha. Ha. Was muss man nochmal schreiben, um bitte zu spenden? Starten! Da braucht man einmal Discord. Einmal. So, wir haben heute Schnitzeljagd. Schnitzelkönig, Toro, vielleicht, wer weiß. Ich habe eine Taktik. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag. Wirklich. Ketora, danke für die 100! Ketora bezahlt 100 Bits. Da freuen wir uns aber. Freude, Freude, Freude. Ich weiß noch nicht, ob ich fit bin. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Du. Du Piepmatz, du. Krasseste Beleidigung aller Zeiten, wirklich. Wirklich. Entspannt, naja, geht so wahr. Naja, Optimus, war geht so, war. Das Leben ist halt kein. Das Leben ist kein Recherplatz. Der war wirklich schlimm. Ja. Mann, ich hab heute. Aua. Ich hab heute Aua. Ich weiß nicht, was mit Herrn Dizzy ist. Ich schreibe ihn jetzt auf Discord an. Es reicht. Ah. Ich mische selber, also mein Zeug hast du hier, das mische ich ja selbst, ne? Ist ja klar! Aber den Watte und Verdampferkopf, also den Coil, den mache ich nicht selber. Ja, wir gucken mal, ob das hier alles funktioniert, Leute, ne? Und... Wirklich, Alter, der Joke, der wird langsam so alt, dass er nervt. Der nervt einfach, dieser Scheiß-Joke. Was tue ich? Scheiß Regenwurm, verpiss dich. Da erstmal Upkeep gucken.
Passen Sie auf meinen Turm auf! Und das knallt! Ist mir doch egal. So, Paddy. Fortschritt! Anzeigen! Sofort! Los! Ansonsten flipp ich aus! Das ganze Scrap ist weg, alles klar. 3000, 5000, sehr gut. So, was ist mit Helikopter? Haben wir noch nicht, brauchen wir. Wir müssen fliegen lernen, Patty. Ich habe das Gefühl, da kommt ein Event auf uns zu. Demnächst. Reitet sich schon wieder lang, pass sie auf! Also, ja genau, so sieht's aus, Patty. Immer den Rücken stärken. Den Rücken. Also, Patty, ich habe gestern nochmal... Das ist ja sehr schönes Geld. Wie hast du das gemacht? Hast du was zu spielen? Du kannst mir sagen. Du hast am Junkyard gespielt? Wirklich? Okay, das ist erlaubt. Du darfst am Junkyard spielen. Baggerfahren ist okay. Sehr gut, sehr gut. Aber noch viel wichtiger. Noch viel wichtiger. Noch viel wichtiger. Richtig. Noch viel wichtiger. Ist, dass wir uns jetzt erstmal dahin fliegen lassen. Also ich will da nicht hinlaufen oder mit dem Boot hinfahren oder sonst irgendwas zum Banditenlager. Nee! Wir organisieren uns jetzt irgendeinen Vollpfosten, der uns da hinfliegt. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich lasse das Geld mal hier und das holen wir dann ab. Das müssen wir jetzt hier nicht rumschleppen, die ganze Penunse, nicht wahr? Ich geh mal in die Stadt und guck mal, ob ich jemanden finde. Ich geh mal gucken, ob ich einen Flug bin. Da braucht man einmal einen Vollpfosten. Radler, Herr Görgensen hat sowas nicht. Dieser komische Psychodoktor auch nicht. Tun auch nicht. Keine Ahnung, wer hier einen Flug... Wo ist eigentlich dieser Quacksalber, dieser Fluglehrer? Der müsste doch irgend so einen Scheiße haben. Also wirklich, der Opa, die Kirche, Gegel, Herr Schages, Flugschule Quack. Natürlich ist ja niemand da. Na toll, ja, das ist natürlich. Als wie wir es geahnt hätte, nicht wahr? Der Olle Lachsmann, das ist mit diesem Sherlock, hat er den Flug. Hallo, schönen guten Tag. Hier spricht der eiserne Schuhlappe, verdammte Kacke. Hier ist der Recher. Oh Gottes Willen, der Stecherbecher. Was ist das denn? Das sieht sehr gut aus, Paddy. Hören Sie mal zu. Sie Quirulant, Sie Koryphäe auf Ihrem Gebiet. Sagen Sie mal, haben Sie einen Hubschrauber? Haben Sie mir den geklaut? Nee, hab ich doch. Herr Sherlockard, ich benötige vielleicht mal einen Transport von A nach B. Wodurch sich B ausrechnen könnte, wieder zurück auf A. Ich kann Ihnen diesen Transport gerne geben, aber ich bin in einer super wichtigen Mission. Also jetzt wirklich, das glauben Sie mir nicht, aber es ist wirklich die Wahrheit. Wenn ich das abgeschlossen habe, werde ich mich bei Ihnen melden. Hallo? Nun.
We will see, ob er wirklich kommt. Okay, was ist denn jetzt alles fertig, Paddy? Hier drüben noch irgendwas gemacht? Müssen wir da so? Ist ja wieder viel, ne? Ist ja wieder viel Scheiße hier. Okay, Telefon ist noch nicht angeschlossen. Strom ist da. Rotlichtlampen leuchten wunderbar. So, Hot Rust Pool. Ja, oh, die Banane ist fertig. Sehr schön. Was war das jetzt? Hypno. wir müssen das noch ein... Wir müssen das noch einstellen, Paddy. Was ist denn das jetzt hier? Besetzt oder nicht? Sehr gut, Paddy. Hier oben muss das Schild gemalt werden. Das macht Jen heute wahrscheinlich. Okay, die einzelnen Kameraeinstellungen müssen wir noch machen. Paddy, wie hießen die nochmal? Okay, Hot Rust Wetter. Sag mal, kann es sein, dass der Strom hier flöten geht? Ich wurde einfach wieder rausgeschmissen. Aus der Maschine. Oh mein Gott, du hast den Strom gezündet. Hä? Was hast du gemacht, Paddy? Ich bin aus der Maschine rausgeflogen. Was hast du gerade gedrückt? Technischer Fehler drin? Haben wir zu wenig Strom? Der Turm? Kriegt der Signalverlust? Batterie leer? Ja, dann lass uns doch den fetten Generator da oben noch ranballern. Der die Batterie betreibt. Wir haben doch noch einen left, oder nicht? Stellen wir die daneben. Das ist erledigt. Müssten eigentlich noch einen haben. Und dann irgendwie nach unten ballern. Haben wir nicht mehr? Warte mal, wir hatten drei Generatoren. Hast du einen Nee. Mein Kabel wurde mir schon wieder gemobbt. Aber wir können ja eins bauen, oder nicht? Palas Effender ist jetzt ein Rechibechi und schwingt die Keule. Ja. Ja, hier geht ständig die Kackbatterie. Oha, Alter, okay. Ich brauche Holz. Oh Gott. Paddy, kannst du da noch die Kamera oben anschließen, die andere? Heute sieht aber nicht gut aus. Haben wir noch Holz vor der Hütte? Baby, yo, 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 yo. Ja, das sollte. Palaivenda! Palaivenda! Hä? Gitarre? Oh, nun. Nee, hier lang.
Ich baue mir ein Turm aus Geisteskrankheit. Mit diesem Turm werde ich dann ziemlich reich. Wir dann ziemlich reich. Wir werden reich. Wir werden reich, Paddy. Wir werden reich. Reicher als Ödipus. Und dieser ehemalige König namens Pala Ivanis, der 6 Monate sein Königreich total verschachert hat oder so, keine Ahnung. Da wäre ich ja glatt zum Kretorer. So. Das wird erstmal hier eingerissen. Hier draußen die... Und das Ding. Hier draußen ist doch die Kamera und der Suchscheinwerfer. Wir können auch mal eben diese scheiß Kiste hier wegnehmen irgendwie. Falls es dir hilft. So. Wetter, Fenster, das muss noch weg. Bam. Schön. Cake. Nun. Also, wir haben Talkshow. Wir haben Hot Rust Wetter. Hot Rust Pool. Und draußen die Kamera heißt. Oh Gott. Nur Wetter. Die heißt Security. Ist die gerade wieder kaputt gegangen? Du bist die beste, Patty. Du bist die allerbeste. Okay, was mit der Kamera? Hallo und herzlich willkommen. Oh Gott, bist du runtergeflogen, Paddy? Lebst du noch?
Die ist noch nicht dran. Ja, du schaffst das, Patty, du schaffst das. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ansonsten spring auf das Ding. Also auf den, ja. Und dann vielleicht ganz langs oder auch so. Ja. Ich glaube an dich. Das muss klappen. Langsam. Nee, Patty! Ich rette dich! Au! Nun, das war jetzt nicht deine größte Leistung, Patty. Flugstunden? Wenn du so fliegst, dann verlieren wir dieses andere Event auf 1000 Jahre. Ist die jetzt dran? Nee, ne? Da musst du nochmal. Lalala, da 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 bum, ba, ba, da ba, da bum, ba, ba, da. Ich glaube, das geht, Patty. Wenn man hier... Okay, so. Warte, warte, dich bewegen. Nee, warte, nee, nein, hör auf! Ohne zu ducken. Ohne zu ducken, ohne zu ducken, ohne zu ducken. Nun! Ja, das war ja großartig. Aua, 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 aua. Patty, nein! Nein, das wird hier nichts wieder. Nein, Patty, nein. Mach keine Sachen, Patty. Keine Sachen machen. Das ist verboten, das weißt du. Ja, dann nimm doch das Ding nochmal weg. Den Suchscheinwerfer, den können wir da einfach wieder hinstellen. Warum machen wir es uns so kompliziert? Also wirklich. Guck nicht auf meinen Lümmel! Scheiße, wie hieß denn das? Hot Rust Wetter. Halber Programmierer hier.
Also die Security Cam, da müssen wir nochmal dran arbeiten. Also das ist ja, der Winkel ist ja total doof. Also der Winkel der Kamera ist jetzt nicht so geil. Halli. Warum hast du den jetzt so weit vorgestellt? Jetzt komme ich doch nicht an die Kamera ran. Nein, ich habe die Kamera abgebaut. Warte, warte, ich habe eine andere Idee. Wir machen die Kamera. Ja, warte. Oh, warte, ich muss die ein bisschen höher machen wieder. Okay, da würde ich sie mal ausprobieren. Bleib mal oben, Buddy. Schließ sie mal an. Achso, scheiße, hat die noch den Namen? Nee, die hat den Namen nicht mehr. Okay, hab's, warte. Bleib so, ich überprüfe das. Okay, Buddy. Die muss ein bisschen mehr nach Richtung unser Haus. Ein bisschen mehr. Ja, das hast du so weiter runter gemacht. Ja. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so doof. Das ist zu hoch. Noch wieder, weißt du, noch ein Stück runter. Noch ein Stück runter. Noch ein Stück runter. So wie sie vor uns war. Ja, so ist unser ganzes Haus im Beschlag und wir sehen die Straße. So ist perfekt. So, geh mal selber gucken. Was hältst du davon, Buddy? Also wenn du willst, Party, ne? Wenn du wirklich willst. Wir haben gar keine Kameras mehr. Haben wir noch eine Kamera? Haben wir denn noch Kameras? Haben wir unten im Haus noch Cams? Kupferdicks ist jetzt ein Rechebecher und schwingt die Keule. Rachael. Achso, ja. Ja, ich gehe ja gleich zum PC. Okay, pass auf. Nennen Sie Security 2. Okay? Und vielleicht können wir ja eine in den Laden installieren noch. Also im hier oben an der Decke so, damit wir sehen, was da so abgeht oder so. Ja, machst du schon, ich geh hoch.
Nun. Time für Neo Rakista. Wuhahaha. Nico, was Nero? Dankeschön! So, Moment, ich muss jetzt erstmal kurz nochmal überlegen. Da würde mich Patty töten, also ist es egal. Lassen wir also hier. So, erledigt der Wumms. Thank you.
Blöde Schwein. Paddy, wo bist du? Ist sie schon dran, Paddy? Können wir auch hier testen. Das hast du falsch geschrieben, ich finde die nie. Mann, Patty! Danja. Security und nicht Securata! Eine Fresse! Patty, ich kann ganz genau sehen, was du hinter meinem Körper tust. Ich sehe es ganz genau von der Kamera! Unterstrich V unterstrich E unterstrich R unterstrich 71. Ah, hör auf mich zu blenden, Patty! Also wirklich, Patty. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Patty, der nächste ist dein Schädel. Nee, es ist jetzt nicht mehr das. Auf hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Wir sind soweit erstmal fertig, Leute. So, jetzt rufe ich erstmal diesen Schmolo-Card an, wo der bleibt. Was dem hier einfällt, mich so lange warten zu lassen. Du musst ja hier alle Tassen auf dem Schrank haben hier. Wo ist er, dieser Hühnerschräger? Der Quacksalber. Sagen Sie mal, wie lange dauert denn Ihre verdammte Importenmission? Herr Shadowcard, hören Sie auf aufzulegen andauernd! Gelassen. Hier soll was Großes passieren. Wir sind aber noch ein bisschen hilflos. Also wir haben eine Spur, aber wir sind noch nicht eindeutig sicher, in welche Richtung das geht. Und zwar wurde ein Gebäude der Stadt übernommen und das untersuchen wir gerade. Sind Sie gerade in dem Helikopter? Nein. Sind Sie? Okay, Patty, du kannst schießen. Ich bin auf den Helikopter geschossen. Ich sehe den Helikopter. Raketenwerfer, der Shadowcard sitzt da nicht drin. Keine Sorge, kannst du einfach vom Himmel holen, das Ding. Dann holen wir uns den. Wenn der Shadowcard meint, er müsse uns nicht mal hier einen kleinen Gefallen tun, wegen seiner irgendeinen Wissenschaftlermission, dann raste ich aus. Machen Sie mal was mit dem Heli, ich will das sehen. Schalt mit dem Fernglas drauf. Ja, oh, Wildschweine, wir müssen abbrechen! Mann!
Mann, der Shadowcard. Naja, dann kümmere ich mich andersweitig. Auf Wiederhören erstmal. Ich helfe Ihnen nachher gerne. Tschüss. Also dein Aim, da müssen wir noch dran arbeiten, wirklich. Okay, Patty, lass uns in die Stadt gehen, dann fragen wir irgendjemand. Irgendjemand wird uns doch schon dahin fliegen. Nein, wir laufen. Vielleicht sind wir ja oder Schlauzmobil. Wir müssen da eh hier wieder zurückkommen. Ist ja doppelt gemoppelt. Die Stadt ist doch, das war schon. Oh, natürlich nehmen wir das Auto. Warum auch nicht? Patty! Hau den Beat rein. Dankeschön. Sagen Sie mal, haben Sie irgendwie diesen versifften Fluglehrer irgendwo gesehen? Der nebenan? Nein. Der liegt wahrscheinlich in irgendeiner Grube oder so. Na, aber danke für die Information. Wir müssen da mal weiter. Wir müssen irgendjemanden finden, der so doof ist, ein Heli uns zu geben. einen kurzen Moment. Haben Sie schon von Rinder gehört? Was für Rinder? Haben Sie schon von Rinder gehört? Nee. Ja, dann darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Kunibert Kuppler, Gründer und CEO von Rinder, der Partnerschaftsvermittlung, der Millionen Menschen bereits vertrauen. Sind eventuell auch Sie auf der Suche, weil wir finden für Sie? Natürlich, hören Sie mal zu. Sie sprechen mir aus der Seele, dass ich garantiert mit vollster Erwartung und zu 110% sicherlich überhaupt niemals wieder jemanden da besuchen will. Das ist ja bescheuert. Shepard macht jetzt auch eine Detektei, wird ja mal besser. Mach erstmal einfach nur weh und flieg uns ganz hoch. Hallo, halt, stopp! Kommen Sie sofort runter da, wir müssen reden! Halt, was tun Sie denn? Der Schöne! Der schöne Helikopter! Vorsicht, Vorsicht! Hier ist ein Unfall passiert!
Keine Schaulustigen, bitte, keine Schaulustigen. Hier wurde ein Verbrechen begangen. Ein Verbrechen an einen Helikopter. Bitte halten Sie Abstand. Halten Sie Abstand. Hier wurde ein Verbrechen begangen. An einem unschuldigen Helikopter. An einen unschuldigen Helikopter wurde hier ein Verbrechen begangen. Keine Fotos. Keine Fotos im Übrigen. Ja, Fotos hier. Sehr gut. Hallo. Hallo. Geht's Ihnen allen gut? Und schon, den beiden nicht den so gut. Bestimmt. Ja, also Recher ist auch am Start, okay. Und so zerbröseln nun einmal 750 Gramm. Die haben wir eben geholt. Der ist 5 Minuten alt. Ich kann alles erklären. Was wollen Sie denn erklären, dass Sie nicht so gut am Steuerknüppel sind? Die müssen sie einfetten. Hat Ihnen der das nicht erklärt? Steuerknüppel müssen eingefettet werden. Nee. Natürlich. Nein. Weiß doch jeder. Ich glaube, sie brennen. Sollte ich einmal... Hat ihr, du sollst nicht mit dem Feuer spielen. Das ist wirklich... Ja, eigentlich wollten wir fragen, ob uns... besitzen Sie den Helikopter dort oben, oder? Der noch erlebt? Nee, der nicht. Der nicht? Der andere, der abgestürzt ist, ja. Ach so. Wem gehört denn der da oben? Sonst einfach mal... Keine Ahnung. Du hast immer drei Landen. Kannst du mal beim Dalukat fragen? Hey, Sherlockard. Ach, der ist beschäftigt. Der fliegt nicht. Also die Steuerung ist echt super. Der tut so, als ob. Ja. Also wenn du viel Input gegeben hast, musst du echt richtig viel rudern damit. Hey Sie, Hubschraubermörder! Kommen Sie mal raus hier! Ein paar Versuche. Okay. Ja. Ja? Ich? Nee, der andere Wicht, der Ihnen die schlechten Erklärungen gegeben hat. Ja? So schlecht. Hörst du das? Ach so. Ja, das ist der Herr Trellux hier oben, gerade auf dem Dach rumrennen. Der hat mir versucht, das zu erklären. Ja. Wissen Sie, da liegt schon der Fehler im System. Der hat schon früher nicht gut fliegen können. Okay. Mit ihm würde ich besser fliegen. Der hatte immer generelle Probleme, mit wissen Sie? Mit ihm würde ich besser fliegen. Ja, ja, der Herr Trellux hatte generelle Probleme immer damals gehabt. Auch beim Flugschuss. Was? Entschuldige mal. Okay, okay. Das habe ich aber ganz anders in Erinnerung. Ich habe das noch richtig in Erinnerung, dass die generelle Probleme hatten. Also gerade bei Landeanflügen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich eine Top-Zeit geflogen bin. Und dann erschossen wurde. Ja. Okay, und da okay. Ist so? Top-Zeit und dann erschossen. Wem gehört denn der Flugapparat da oben? Ist das einer? Nee, der gehört nicht uns. Wer wohnt denn da überhaupt? Ich weiß gar nicht, wer unser Nachbar ist. Ich weiß gar nicht, wer da wohnt. Oh. Alois sagte vorhin, sein Helikopter wurde geklaut. Ach so, der da ist er weg. Nee, nur wir suchen jemanden, der uns auf die Banditeninsel fliegt, nicht wahr? Was macht der Herr Sherlockard eigentlich? Der hatte uns vorhin, geflogen, aber der ist, glaube ich, gerade unterwegs. Ja, das weiß ich. Nun, jedenfalls schade um die 750 Scrap, aber... Oh mein Gott. Holen Sie sich einen neuen, nicht wahr? Ja, ja. Ja, ja. Eine ist in einem Tag wieder da. Können wir dann fahren? Gott sei Dank sind wir mit denen nicht geflogen. Hadi. Unser schönes Scrap. Jetzt, ich seh hier keinen Menschen, der irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie einen Helikopter gerade hat. Das macht mich gerade aggressiv. Das gibt's doch nicht. Hier muss es doch irgendeinen Vollpfosten geben, der...
Irgendwelche Missionen? Warte! Achso, der sitzt hinten. Ja, da kannst du dir auch Fleisch braten oder so. Wir fahren mal hinten in die andere Richtung, vielleicht haben die ihn. Ich nehme eh das Pferd. So, Kunibert, wir haben eine Mission zu erledigen. Aua! Kriegen wir denn jetzt ein Heli her? Hier muss es doch irgendjemanden geben, der noch ein Heli hat. So, Moment. Geil ist, wenn man in Cap schreibt. Hot Tub Rust 2. Hot Tub Rust 2? Unsere Telefone müssen aber auch funktionieren, ne? Sein, dass unser Hot Rust Tab Telefon überhaupt nicht funktionieren hat. Oh, man, das müssen wir mal prüfen.
Alles gut bei Ihnen? Hey, natürlich, ich freue mich. Gucken Sie mal. Worüber? Über meinen letzten Schädel. Wessen Schädel ist das? Geht sich gar nichts an. Eine weitere Sammlung eines Feindes. Ich begutachte ihn im Mondschein. Im Mondschein, was? Ist nicht der Schädel von meinem Opa, oder? Wer ist denn Ihr Opa? Herbert Shepard. Also hätte ich von Ihrem Opa die Schädel, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Wissen Sie, was dann passieren würde? Ich bräuchte 5 neue Thronen. So oft, wie ich den schon niedergeknüppelt habe. Der ist Massenware. Der hier ist einzigartig. Ja. Das ist ein Seltener. Eine Rarität. Der kriegt mindestens eine 9,5er von 10 Bewertung. Der ist holo! Ist das der von dem Detective? Das verrate ich Ihnen nicht. Ich hab sie ertappt, das ist der Schädel vom Sherlock Hart. Ich glaube nicht, dass sie mich ertappt haben. Besser ist das. Ja, was soll das? Ja, sie sind hier auf meinem Grund und Boden. Ah, besser ist das. Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt sind sie auf der 168 Schlotzenallee. Das macht dann einmal 5 Scrap Zollgebühr. Ich hab nur 5. Prime Time für LexP. Sie dürfen passieren. Schönen guten Tag.